In diesem Video besteht die gesamte Overworld und sogar der Nether und das End nur aus Kirschblütenbiomen. Außerdem gibt es neue Strukturen, neue Mobs und Custom-Items, die wir finden können. Kann ich es schaffen, so Minecraft durchzuspielen und in einem Kirschblütenwald den Enderdrachen zu besiegen? Los geht's! Und ich habe mich zu Beginn des Videos direkt mal versteckt, weil ich einfach in hohem Gras gespawnt bin. Aber natürlich ist nicht das hier das Besondere und etwas Seltsame, sondern diese Welt. Wie cool sieht das einfach alles aus? Ich finde diese neuen Kirschblütenbiomen sowieso richtig schön. Heute haben wir aber nicht nur einfach mal ein Kirschblütenbiom, sondern die komplette Welt und sogar der Nether und das End werden heute in Kirschblütenbiomen aufblühen, kann man wirklich sagen. Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wie wir hier am besten an die ganzen Items rankommen. Dazu gibt es aber natürlich auch noch neue Items, die wir heute bekommen können, denn wir können wohl heute auch ein neues Dorf finden. Ich hoffe, dass wir dieses Dorf dann auch wirklich finden werden und am liebsten natürlich auch schon relativ am Anfang, wenn es geht. Ich weiß leider nicht, wie häufig diese Dörfer hier vorkommen können, aber ich bin zum einen sehr gespannt, wie solch ein Dorf aussehen kann und zum anderen hoffe ich auch da gut essen und dann auch gerne neue Custom-Items finden zu können. Und selbst an dem Wasser sieht man, dass wir heute in einem anderen Biom als sonst unterwegs sind. Das ist nämlich ziemlich hell. Und da hinten ist ein Dorf, glaube ich. Ja, das sieht mir nach einem Dorf aus. Da sind mehrere Häuser. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich wollte eigentlich erstmal gucken, dass wir irgendwie eine Steinklippe kommen, wo ich gut an Stein rankomme, um mir die Grundtour zu craften. So oder so hole ich mir jetzt als allererstes erstmal Holz mit. Dann können wir hier doch gut an Stein rankommen. Dann decke ich mich damit direkt mal ein und crafte mir alle Grundtools. Perfekt. Dann hole ich mir schnell noch ein bisschen Holz und mache mir ein schönes pinkes Boot, um darüber zum Dorf zu fahren. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was uns da genau erwartet und ob wir da was richtig Nices direkt jetzt schon finden können. Aber erstmal, wie cool sieht dieses Dorf auch einfach aus? Das sind nicht nur die normalen Minecraft-Gebäude umgeändert, sondern das sind wirklich neue Custom-Gebäude einfach geworden. Was haben wir hier denn? Sehr viel Bambus haben wir hier auch. Und hier haben wir nicht wirklich was drin. Ein paar Sticks, ein Emerald. Ich nehme es mir erstmal mit. Das Bett will ich auch haben. Aber ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen was Krasseres finden können. Immerhin weiß ich ja, dass es heute Custom-Items gibt. Also möchte ich auch gerne mal Custom-Items bekommen und nicht nur Sticks die ganze Zeit. Oh, hier haben wir einen Toolsmith. Der hat aber, glaube ich, keine Truhe, wenn ich das richtig sehe. Sehr schade. Da hätte ich mir gut was vorstellen können. Hier haben wir ein bisschen Holz. Okay. Custom Items fehlen immer noch. Aber vielleicht sollen die auch nicht zu häufig vorkommen. Ein bisschen was zu essen. Aber das war's hier in den Fässern. Und ich habe bisher auch noch keinen Weizen hier gesehen. Das heißt, wir müssen uns heute wahrscheinlich über Fleisch mit Essen eindecken. Was dann auch wiederum heißt, dass ich mich da am besten möglichst früh drum kümmere. Hier haben wir immerhin auch einen Ofen. Das heißt, ich brate mir schon mal die zwei Fische durch. Hier haben wir ganz viel Fleisch. Okay. So können wir uns dann ein bisschen mit Essen eindecken. Und hier haben wir, wie ich finde, einen sehr schönen Baum in der Mitte. Er ist nicht ganz in der Mitte eigentlich, aber es sieht aus wie so ein Zentrumsbaum, würde ich mal sagen. Die Fische sind durch. Ich lade direkt mal Essen nach. Und ich sehe gerade, Moment, die haben einen Kühlschrank aus massivem Eisen. Und die haben einen Smoker. Vielleicht sollte ich da lieber mein Essen reinpacken, denke ich jetzt. Okay, mache ich dann auch direkt mal. Nichtsdestotrotz hole ich mir auf jeden Fall eure Eisenblöcke mit. Die dürft ihr auf gar keinen Fall als Kühlschrank behalten. Oh mein Gott, ich habe einfach zwei Eisenblöcke bekommen. Dankeschön. Dann können wir uns langsam auch erstmal wieder satt essen. Hier ist auch schon alles durch. Und dann sieht das echt schon ganz gut aus, dafür, dass ich noch nicht selber getötet habe. Hier haben wir noch mehr Holz und noch mehr Holz. Okay, Holz gibt es auf jeden Fall einiges in den Truhen. Ich glaube, ich lasse sogar dann mal kurz den Eisengolem noch am Leben, damit er hier ein bisschen das Dorf verteidigen kann, falls ich hier noch traden will. Und das sieht echt alles sehr schön aus, finde ich. Auch wenn es gar nicht so auf die Optik ankommt, sondern ich natürlich hauptsächlich gute Tools haben möchte, gefällt mir das Dorf an sich einfach echt gut. Hier haben wir, oh mein Gott, was ist das? Ein Jade-Samurai-Helm und ein Eisen-Samurai-Helm. Okay, der Jade-Samurai-Helm ist ein bisschen besser, aber wie cool ist das denn einfach? Ich bekomme einen Samurai-Helm, wenn das mal nicht gut passt. Wir probieren direkt mal den Eisen-Samurai-Helm. Oh mein Gott, sieht der cool aus. Okay, ich hoffe, wir werden nicht nur einen Helm finden, sondern auch noch ein bisschen mehr Sachen in der Thematik Samurai. Finde ich nämlich sehr, sehr cool. Im Vergleich sieht übrigens der Jade-Helm so aus. Ich finde ehrlich gesagt den Eisen-Helm irgendwie cooler, aber der Jade-Helm ist stärker. Also lassen wir mal den Jade-Helm erstmal an. Den Eisen-Helm kann ich ja trotzdem behalten. Und damit geht es dann wohl jetzt auch richtig los langsam. Da hinten haben wir noch ein Ruined Portal mit einem Goldblock oben. Vielleicht sollte ich mir den auch schon mal mitnehmen. Wer weiß, ob wir noch traden wollen. In der Truhe haben wir einiges an Gold auf jeden Fall. Sehr viel Gold. Eine Hose und Moment. Goldene Samurai-Schuhe mit Blast Protection 3 drauf. Okay, nicht die beste Verzauberung, aber da kommen wir der vollständigen Rüstung einen Schritt näher. Oh mein Gott, sind die lustig aus irgendwie. Wenn man nur die anhat, sieht das gar nicht mal so cool aus, ehrlich gesagt. Was haben wir hier noch? Wir haben auch noch Dornenschuhe so und Feather Falling 4. Okay, ich nehme erstmal noch ein bisschen was mit hier. Mal gucken, welche Schuhe ich letztendlich am meisten tragen möchte. Lava haben wir hier leider nicht so wirklich was. Nämlich gar nichts. Dann brauchen wir jetzt nicht unnötig Eisen sparen und ich mache mir direkt mal eine Spitzhacke und am besten auch den Eimer und einen Schild hinterher. Perfekt. Und wenn ich die Goldhose anziehe, sieht es zumindest schon mal ein bisschen cooler aus. Ein bisschen als hätte ich so eine Latzhose an. Ist auch ganz schick. Dann hätte ich jetzt gerne den goldenen Block da oben. Und wenn wir so früh ein Dorf gefunden haben, würde ich eigentlich sagen, wir fahren noch mal ein bisschen weiter und suchen direkt noch eins. Doppelte Dörfer, doppelte Chance auf richtig nice Custom Loot einfach mal. Auf dem Weg hole ich mir ein bisschen so noch Fleisch mit und dann schauen wir so einfach mal, was wir finden können.
Oh, da hinten ist, glaube ich, noch ein Dorf. Da steigt auf jeden Fall Rauch auf. Und hier haben wir, glaube ich, auch direkt schon ein neues Gebäude, was wir so noch nicht gesehen haben. Und eine kleine Statue oder sowas. Leider ohne Truhe, aber man kann nicht immer überall Truhen haben. Hier, das sieht nach einer Schmiede aus. Und eine Schmiede ist normalerweise ja immerhin so ziemlich die beste Struktur, die man in einem Dorf finden kann für Loot. Okay, wir haben... Doch, wir haben was Nice. Wir haben ein Katana bekommen. Mit 8 Attack Damage. Genauso viel wie ein Netherite-Schwert einfach. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Wir haben noch nicht die vollständige Rüstung, aber wir sehen ja so krass einfach schon aus. Mit dem Katana fühle ich mich direkt noch ein bisschen deutlich mächtiger. Okay, der Satz macht gar keinen Sinn, aber egal, so fühle ich mich nun mal. Dazu noch eine Eisenbrustplatte. Damit bekommen wir sogar eine vollständige Rüstung jetzt schon. Und hier noch eine Eisenspitzhacke. Dazu noch ein paar Brote. Die Äpfel nehme ich jetzt einfach nicht mit. Wir sind schon ein bisschen dran gewöhnt, besseres Essen zu haben eigentlich. Und hier ist noch mehr Holz. Das finde ich aber ziemlich gut, dass wir so viel Holz finden können. Dann muss ich mich nicht so lange mit Holz abbauen beschäftigen. Und ich finde das immer noch so cool, dass wir einfach ein Katana haben. Ich weiß nicht, ob ich mich heute irgendwann überhaupt dran gewöhnen werde. Dann kümmere ich mich mit dem Katana direkt mal um weiteres Essen. Und hier ist einfach ein Lavasee, direkt neben dem Dorf oder zumindest sehr nah dran. Wir können eigentlich gleich in den Nether gehen, wenn ich mein Essen voll habe. Alles andere haben wir jetzt schon ziemlich viel. Und Moment mal, wir haben hier noch eine zweite Schmiede. Da haben wir keine Custom Items drin, aber ganz viel Obsidian, noch mehr Eisen. Wir haben echt schon so viel Eisen eigentlich. Und noch ein Eisenschwert. Okay, dann nehme ich wenigstens das statt dem Steinschwert mit, wenn ich schon das Steinschwert eh dabei habe. Wobei wir das wohl eher nicht mehr austauschen werden. Dann brauche ich kurz ein paar Steine und wir machen uns einen Ofen, weil hier im Dorf gibt es, glaube ich, keinen. Ich habe zumindest noch keinen gefunden. Da dann Lava rein und dann braten wir mal einiges an Fleisch durch. In der Wartezeit baue ich mir direkt mal noch ein bisschen mehr Stein ab, weil wir haben gar nichts und ich sollte eigentlich immer Stein im Inventar dabei haben. Dann gieße ich hier das Portal hin. Perfekt. Ein Feuerzeug können wir uns auch direkt schon craften. Dann zünde ich schon mal an und dann gehen wir natürlich noch unser Essen holen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was uns im Nether erwartet. Bisher hatten wir ja eigentlich eher Vorteile als Nachteile. Im Nether kann natürlich auch noch mal einiges passieren und vielleicht haben wir da auch noch ein paar Nachteile. Ich bin sehr gespannt. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat und du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr über dein Abo freuen. Und damit gehen wir dann direkt auch mal rein in den Nether. Hallo Kirschblüten-Nether. Hier sieht es nicht ganz normal aus. Ich wollte gerade sagen, hier sieht es ganz normal aus, aber nein, da oben haben wir Kirschblüten. Im Nether wachsen einfach Kirschblütenbäume. Okay, aber es sieht trotzdem an sich relativ normal noch aus. Tun die mir nichts? Ah, ich habe eine Goldhose an. Daran könnte es natürlich liegen. Hier haben wir direkt einen Ruined Portal. Da würde ich gerne auch in die Truhe gucken. Wo haben wir denn die Truhe? Fließt jetzt etwa die Lava darüber? Das wäre natürlich unpraktisch. Dann machen wir mal das Sicherste, was man tun kann und bauen die Lava mit Holz ein. Und wie komisch sieht das hier bitte aus? Wir haben hier sogar Gras einfach mit Blüten auf dem Boden. Auch wenn es nur halb so aussieht, sind wir halt wirklich gerade auf Netherboden. Und hier sind auch überall Kirschblüten in der Luft einfach. Auf jeden Fall mal eine sehr bunte Abwechslung zu den Basalt-Delta-Partikeln in der Luft. Und da hinten haben wir eine Truhe aufgedeckt. Und hier haben wir auch noch einen Goldblock, den ich haben möchte. Machen wir mal wieder ähnlich sicher. In der Truhe haben wir, oh mein Gott, eine goldene Samurai-Chestplate. Okay, die nehme ich schon mal gerne mit. Dann haben wir 3 von 4 Teilen schon als Samurai. Nur sind wir noch sehr bunt. Ich hätte eigentlich gerne eine Rüstung in einer Farbe, sodass das auch irgendwie wirklich cool aussieht. So ist die Rüstung zwar stark und sieht einzeln cool aus, aber insgesamt sieht es eigentlich nicht so, weil das auch ein bisschen hier übereinander backt mit der Hose und so. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Wir haben jetzt ein Schwert da hängen. Wie cool sieht das denn aus? Das kann ich noch eins halten, dann habe ich 2. Sehr cool. Und dann haben wir auch noch einen Goldapfel, den ich natürlich noch mitnehmen möchte. Und noch mehr Eisen. Und Obsidian schadet auch nicht. Wenn wir noch 4 mehr hätten, kann ich mir sogar schon ein Rückportal craften. Dann laufen wir mal los, eine Festung suchen. Ich hoffe, dass wir relativ schnell eine finden können. Ich glaube, da haben wir eine. Das ging wirklich sehr schnell. Da hinten ist noch das Portal. Sieht man es noch? Da sieht man es noch ein bisschen. Direkt über meinem Helm jetzt. Und da vorne ist einfach eine Festung. Würde ich zumindest mal stark behaupten. Die Farbe stimmt zwar absolut nicht, aber an der Form erkennt man es da ziemlich gut, weil wir da direkt einen Spawner haben. Und da stehen auch schon die Wither-Skelette auf ihrer pinken Festung im Nether einfach. Wie komisch sieht das schon wieder aus. Ich feiere das. Wir gehen direkt mal rauf auf die Festung und bauen uns hier ein bisschen hoch. Und das sieht so verwirrend aus einfach mal. Wir haben hier direkt den Spawner. Wir haben hier auch Wither-Skelette. Ich sollte mal mein pinkes Boot ausrüsten. Dann kämpfen wir mal gegen die ersten Verteidiger der pinken Festung. Perfekt. Das Katana hilft dabei natürlich auch sehr gut weiter. Weg mit dir. Du kannst direkt mal da runter. Du auch gerne. Und du kannst direkt mal gerne droppen, bitte. 2 Schläge haben wir einfach nur gebraucht. Und selbst auf der Festung wachsen einfach rosa-pinke Blumen. Wie gefährlich das hier aussieht oder so. Ich feiere das. Macht irgendwie richtig viel Spaß, wenn alles so ungewohnt komisch aussieht. Ich überlege gerade, ob wir erstmal zu den Truhen gehen sollen oder ob ich direkt zum Spawner laufen sollte. Ich würde nämlich gerne auch noch die Gänge mal in pink sehen. Aber hier geht's nicht zu den Truhen. Hier geht's zu dem Skelett. Weg mit dir. Hier
Hier haben wir noch eine Blaze, die weit von ihrem Spawner entfernt hier rumschwebt. Ebenfalls weg mit dir. Und sie trappt aber nicht. Und hier geht's ein bisschen in die Erde rein. Hier können wir vielleicht auch zu den Gängen kommen. Ja, hier geht's zu den Truhen. Dann schauen wir doch direkt mal, was wir in einer pinken Nether-Truhe finden können. Okay, ein bisschen Gold. Hier ein paar Dias. Okay, sehr gerne. Dafür schenke ich dir eine Blume. Und noch ein bisschen Gold. Das brauchen wir jetzt aber eigentlich alles nicht unbedingt. Und hier wachsen einfach ein paar Bäumchen. Statt den Nether-Warzen haben wir einfach Bäume hier. Oh mein Gott, hier brennt die Seite. Das habe ich nicht gesehen. Aber das ist die erste Blaze-Rod. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich habe mich gerade so erschreckt. Was soll das denn jetzt? Es kann doch nicht einfach was Neues, was es normalerweise nicht gibt, so plötzlich von hinten kommen. Lass mich in Ruhe. Okay, es lässt mich wirklich in Ruhe. Es hört einfach auf mich. Was auch immer das gerade war. Oh mein Gott, siehst du komisch aus. Kann das irgendwie klettern oder so? Ich weiß ja nicht, was das ist. Okay, so viel zum Thema. Es kann auch was Schweres heute kommen, was es normalerweise nicht gibt. Wir haben einfach neue Mobs. Okay, dann töte ich dich jetzt einfach mal. Okay, das war einfach One-Hit. Besonders stark wirkte das jetzt dadurch nicht. Hat aber auch nichts getroppt. Hat mich aber extrem erschreckt. So viel sei gesagt. Ich denke aber auch gerade, das hat ja eben noch gebrannt, das Viech. Wahrscheinlich war es deswegen One-Hit und da hinten ist noch was Größeres. Ich weiß nicht. Das sieht ein bisschen gefährlicher aus, ehrlich gesagt. Erstmal will ich jetzt aber meine Blaze-Rod einsammeln. Und da ist noch so eins. Hallo. Okay, jetzt ist nicht One-Hit. Und es ist ziemlich schnell, oder? Kommt mir zumindest so vor, wenn ich es mir nicht nur einbilde. Dann sollte ich vielleicht nicht mehr so entspannt durch den Nether laufen, wenn hier so Monster rumlaufen. Wir laufen mal lieber wieder zu den Spawnern. Und was ist denn mit dem Spawner eigentlich falsch? Hier ist ein Spawner einfach in der Wand. Dann nehmen wir lieber den Spawner, den wir zuerst gefunden hatten. Und dann gehen wir hier rauf auf die Blaze Rods. Da ist die zweite Blaze Rod direkt schon und ich brenne mal wieder. Wir machen also genauso weiter. Und hier brennt einfach alles, aber das Holz brennt einfach nicht ab heute. Und ich habe schon 6 Blaze Rods. Eine hätte ich gerne noch. Perfekt, dankeschön. Lasst mich bitte in Ruhe. Kurz mal was essen. Und dann können wir raus aus der Festung schon wieder. Dann würde ich jetzt aber gerne noch einen Warp Forest suchen, beziehungsweise das, was davon übrig sein kann. Denn heute haben wir nur Kirschblütenbiome. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch schwerer zu erkennen, ob das hier zum Beispiel vielleicht auch ein Warp Forest ist oder ein Crimson Forest eben. Das könnten wir natürlich merken, wenn hier irgendwo Enderman spawnen sollten. Da spawnt aber schon wieder so ein rotes Viech da unten. Vielleicht dann doch eher ein Crimson Forest. Keine Ahnung, wo die nämlich spawnen. Da hinten auf der anderen Seite der Festung geht auch noch Wald weiter. Dann schauen wir uns das auf jeden Fall auch noch an. Trau mich kaum auf den Boden, weil da diese Monster überall rumlaufen. Geh mal bitte wieder runter. Du gehörst nicht auf den Baum. Das ist mein Baum. Da ist ein Enderman. Den habe ich gerade genau gesehen. Und da ist noch einer. Und der hat gerade was getroppt. Moment, ich gehe wieder auf meinen Baum. Akaname, Zunge? Ich möchte nicht seine Zunge haben. Was will ich denn mit seiner Zunge? Ich hoffe einfach mal, dass es keine Vorfälle gibt und wir gehen jetzt mal rauf auf die Enderperlen. Und da ist auch schon die erste. Direkt mal gegen die Zunge tauschen. Dazwischen dann immer noch ein paar von den Kollegen, die mir teilweise einfach ihre Zunge droppen wollen schon wieder. Und die machen gut Schaden. Ich habe immer eine ganz schön ordentliche Rüstung mittlerweile. Und der hat gerade mit einem Hit ein Viertel meines Lebens abgezogen. Finde ich super unangenehm, ehrlich gesagt. Allerdings ist hier dieser Wald jetzt auch nicht besonders groß. Und ich überlege, ob das da hinten auch noch Warp Forest ist. Vielleicht sollten wir uns einfach rüberbauen und es ausprobieren. Da spawnt auf jeden Fall schon wieder einiges. Und auch so ein großes Viech ist da gerade gespawnt. Da habe ich immer noch ein bisschen Angst vor, weil das halt wieder was Neues ist. Die Kollegen wie da jetzt auch am Rand wieder, die kennen wir ja wenigstens jetzt schon. Die Frage ist auch, ob das Holz ausreicht. Ich könnte es eigentlich auch mal ein bisschen vermehren. Und dann bauen wir uns jetzt mal darüber. Und da ist aber auch wirklich einiges los. Ich weiß immer noch nicht, ob ich da wirklich hin möchte. Da ist aber auch eine Warp-Pflanze. Das heißt, wir sind hier wahrscheinlich auch in einem Warp-Forest. Und da unten wächst einfach Bambus im Nether. Auch sehr interessant. Dann schauen wir jetzt mal vorsichtig, dass wir hier alles auslöschen, bevor wir hier nach Enderman suchen. Vor allem der Kollege macht mir ein bisschen Angst, weil ich halt echt nicht weiß, was mich damit erwartet. Ob der noch irgendwelche Attacken hat, wie viel Schaden der macht. Alles natürlich einfach neu. Wir fahren mal so ein Stück weit runter. Okay, das war fast weiter, als ich wollte. Und der kommt, glaube ich, auch schon zu mir. Das heißt, der ist auf jeden Fall aggressiv. Ich baue mich mal auf 3 Höhe hier. Dann komme ich an die auf jeden Fall schon mal ran. Und er macht mir trotzdem Angst. Gut, dass er da irgendwie auch ein bisschen feststeckt. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so. Er guckt mich nämlich immer wieder ein bisschen an. Die hier werden jetzt mal vernichtet. Und dann will ich dich eigentlich auch töten. Komm, stirb einfach. Oh mein Gott. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel, aber er macht verdammt viel Schaden auf jeden Fall. Und er hat eine gute Reichweite und kann offensichtlich bis hier oben schlagen. Wenn ich mich hier hinstelle, dann kommst du nicht dran, oder? Nee, dann bist du dumm. Außer ich schlag ihn. Dann kommt der auf jeden Fall an mich ran, wenn der kurz ein bisschen hoch schwebt dadurch. Ich frage mich aber auch gerade, ob der brennen kann. Kannst du brennen? Ich würde sagen, wir probieren es aus. Schadet ja nichts, wenn wir hier mal irgendwo an Lava rankommen würden zumindest. Oh, ich habe ihn rausgelockt. Warum laufe ich da einfach rüber? Ich habe einfach nach Lava gesucht, ohne nachzudenken. Gar nicht so gut. Lasst mich alle in Ruhe. Ich habe keine richtigen Blöcke ausgerüstet. Bin auf 200 Herzen. Mir geht's gar nicht gut gerade. Folgt mir was? Ja, na, weiß ich nicht. Mal kurz essen und richtige Blöcke ausrüsten. Ist erstmal egal welche. Ich möchte jetzt nur schnell welche haben. Okay, wir haben ihm rausgeholfen. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee war. Ich wage es eher zu bezweifeln, sogar tendenziell. Jetzt möchte ich aber erst recht Lava haben. Hier unten kommen wir an Lava ran. Dann können wir hier mindestens Lava holen. Und eigentlich könnte ich auch mit euch einfach mal ein bisschen Gold traden in der Zwischenzeit. Wir haben nämlich einiges an Gold. Hier einmal ins Boot setzen, bitte. Ja, so viele passen nicht.
nicht, aber ist okay. Du darfst dich auch hier hinstellen. Und dann könnt ihr mir einfach einiges an Gold traden. Dann schauen wir mal. Okay, der wartet da hinten. Der ist auf jeden Fall ein bisschen schwererer Gegner. Mal gucken, ob der brennen kann. Scheint ihm jetzt nicht sonderlich viel auszumachen. Er schwimmt sogar da drin. Finde ich unsympathisch. Oh mein Gott, macht der viel Schaden und der hat so eine Reichweite. Das nervt. Ich habe halt auch keine Fernkampfwaffe. Der muss dringend weg und ich habe ihn auch schon mehrmals mit dem Katana, was 8 Angriffsschaden hat, geschlagen. Wie viel hält der denn aus? Weg mit dir. Und da haben wir ihn endlich. Oh mein Gott, hat er viel ausgehalten. Dafür haben wir einen Rubin und ein Onihorn. Das war ein Oni. Okay, wir haben ein Onihorn bekommen. Wie sieht es hier unten mit den Trades aus? Ein paar Pfeile für mich, sehr gut. Da würde ich mich schon mal nicht drüber beschweren. Aber Enderperlen habt ihr keine, oder was? Das war jetzt nicht mein Plan, dass ich dadurch keine Enderperlen bekomme. Noch ein bisschen Stein. Ein paar Fäden für den Bogen. Feuerresistenz brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Nehme ich aber trotzdem mal kurz mit. Falls wir noch irgendwie in die Lava fallen oder so. Und das war's dann aber auch. Das Boot lasse ich den mal. Da crafte ich mir lieber ein neues, als die jetzt da noch zu verärgern aus Versehen. Und dann gehen wir mit einem frischen Boot direkt wieder rauf auf die Enderperlen. Da haben wir die 12. Enderperle. Ich möchte gerne noch 2 bis zur 14. dann haben. Da ist die 14. Enderperle. Das heißt, wir können raus aus dem Nether und ich muss auch dringend raus aus dem Nether. Denn durch die ganzen Vorfälle haben wir einiges an Essen auch verbraucht. Ich hätte sonst noch 4 Schweinefleisch, die wir aber noch durchbraten müssten. Da hinten sieht es so aus, als wären wir da schon mal gewesen. Ich erinnere mich auch, dass wir unten gegen den Oni gekämpft haben. Da gehen wir also direkt mal wieder zurück auf den Weg und laufen rüber zur pinken Festung. Auf dem Weg lautet schon wieder ein Zungenviech. Weg mit dir. Dann esse ich jetzt einfach mal das rohe Schweinefleisch. Ich möchte nämlich jetzt nicht mehr durchbraten. Und bis zum Portal sollte das reichen, um wieder ein bisschen regenerieren zu können. Am besten lasse ich mich aber nicht treffen. Ich könnte eigentlich jetzt einfach mal den Trank trinken. Den brauchen wir sonst sowieso nicht mehr. Und dann laufen wir über der Festung zurück in Richtung Portal. Hier ist der Spawner, an dem wir gekämpft haben. Und da vorne müsste dann schon das Portal irgendwann kommen. Da hinten sieht es gut aus. Es ist zwar nicht unser Portal, sondern das Real Portal. Aber unser Portal war ja auch hier in der Nähe. Hier in der Nähe von diesem Wald nämlich. Da unten ist es. Und dann gehen wir somit direkt mal wieder raus aus dem Nether für heute. Zurück in der Overworld. Und ich muss sagen, ich bin heute sehr froh, wieder zurück zu sein. Mit den neuen Mobs hatte ich nämlich ein bisschen Angst, heute Nether zu sterben. Ich habe mich nämlich auch besonders oft von denen treffen lassen, weil ich die Geschwindigkeit nicht so gut einschätzen kann, wie bei Mobs, die ich halt schon kenne. Jetzt schlafen wir mal eine Runde und dann kümmere ich mich wieder ums Essen. Ein paar Tiere sollten erstmal ausreichen und dann würde ich schauen, dass wir auf dem Weg zum Stronghold noch ein bisschen Essen finden. Am besten natürlich über Dörfer und deren Truhen dann. Sollten wir auf dem Weg zum Stronghold keine Dörfer mehr finden, können wir da genauso gut wie hier, weil wir ja das gleiche Biom überall haben, auch noch auf Tiere gehen für Essen. Also brate ich jetzt erstmal das, was wir jetzt schon haben, alles durch. In der Zwischenzeit mache ich mir 7 Enderaugen. Die Öfen nehme ich mir dann am besten auch mit, weil wir vielleicht noch was durchbraten müssen. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung wir müssen. Da hinten geht's lang. Droppt. Und wir laufen los in Richtung Stronghold. Auf dem Weg hole ich mir dann auch schon mal einiges an Fleisch mit. Wir müssen ja nicht erst da anfangen zu suchen. Da hinten sehe ich doch noch ein Dorf. Da fahren wir also direkt mal rüber. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier auch noch gute Sachen, zum Beispiel Essen, finden können. Genau genommen natürlich hauptsächlich Essen. Oh, das ist, glaube ich, eine Kirche sozusagen. Also ein Tempel. Hier haben wir nichts drin. Cool. Schöner Tempel aber trotzdem. Dazu noch ein paar Brote und ein bisschen Holz, schadet auch nicht. Und hier haben wir auch noch eine Schmiede. Vielleicht finden wir da noch ein bisschen bessere Rüstung. Oh mein Gott, das sieht gut aus. Eiserne Samurai-Schuhe und eine eiserne Samurai-Brustplatte. Und jetzt haben wir auch genug Obsidian für ein Portal. Perfekt, brauche ich natürlich nicht mehr. Okay, die goldenen Samurai-Schuhe haben 2 Armor und 0,5 Toughness. Die haben genauso viel, dann ziehe ich jetzt einfach die an. Und die Brustplatte hat mehr Armor, ist aber unverzaubert. Die hat Protection 1. Egal, ich ziehe mir jetzt trotzdem die an. Und wenn wir gerade dabei sind, würde ich dann auch den Eisenhelm anziehen. Jetzt sind wir bis auf die goldene Hose komplett ein eiserner Samurai. Und ich muss gerade sagen, das sieht so viel cooler aus jetzt gerade. Und es ist ja sogar auch ein bisschen besser. Also, warum nicht? Ich gehe mal weiter Essen suchen. Hier sind noch Brote. Und hier läuft auch noch so Essen rum. Und dann geht es jetzt aber erstmal wieder weiter in Richtung Stronghold. Dann wird es langsam auch mal wieder Zeit für ein neues Enderauge. Es fliegt aber immer noch weiter geradeaus. Und da ist schon wieder ein Dorf. Mit so einem Tor sogar. Wie nice sieht das denn aus? Na, dann werden wir hier natürlich auch erstmal ordentlich plündern. Und dieses Tor sieht wirklich richtig cool aus. Gefällt mir sehr gut. Vor allem jetzt auch mit der Rüstung irgendwie. Frisch geplündert, laufen wir dann mal wieder weiter jetzt aber. Das nächste Enderauge fliegt immer noch weiter geradeaus und geht jetzt auch kaputt. Wenn wir da nicht noch weiter Pech haben, sollte das aber kein Problem sein. Und da kommt ein Pillager-Outpost. Da können wir auch mal nach dem Loot schauen natürlich. Mittlerweile haben wir auch echt eine gute Rüstung und natürlich auch immer noch das mega gute Katana. Das heißt, wir sollten uns auch gegen die Pillager gut verteidigen können. Und da ist auch noch ein Dorf direkt daneben, sehe ich gerade. Ist mir super spät erst aufgefallen. Dann kann ja erst recht mal der Eisengolem ein bisschen mitkämpfen, würde ich mal behaupten. Und
wir können dann hier allgemein noch richtig viel looten. Hier haben wir sogar ein Bognerhaus. Das heißt, wir könnten auch noch Pfeile trainen, aber eigentlich haben wir schon genug. Und hier ist ein Strohhut drin. Moment, den möchte ich mal anziehen. Ich meine, der bringt jetzt nicht so viel natürlich wie mein Samurai-Helm. Aber wie cool sieht das denn aus? Guck ein bisschen mit dem Kopf durch, aber sonst sieht tatsächlich irgendwie noch ein bisschen stylischer aus, denke ich gerade. Auch wenn es eigentlich überhaupt nicht passt. Und ich denke immer noch, ich muss dringend diese Hose austauschen. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit. Aber erstmal lass jetzt den Eisenhelm an. Wir müssen nämlich hier auch noch gleich ein bisschen kämpfen. Und ich könnte mal auch ein pinkes Bett mitnehmen statt dem roten. Ist vielleicht ein bisschen passender für heute. Hier haben wir noch eine Schmiede. Oh mein Gott, hier ist schon wieder ein neues Item. Shuriken. Oh mein Gott, Wurfsterne einfach. Wie nice ist das denn? Leider nur 3 Stück, wobei das natürlich jetzt auch nicht wenig ist. Aber ich denke, gerade damit könnten wir doch mega nice auf die Endcrystals werfen eigentlich. Und ein neues Katana. Ich glaube, ich tausche das einfach mal aus. Ich meine, wir brauchen nicht beide, weil das hat noch nicht so viel Haltbarkeit verloren. Aber so ein frisches schadet auch nicht. Und jetzt haben wir halt einfach 3 Wurfsterne. Wie gerne ich davon mehr hätte. Aber ich will die dann erst recht erst im Endfight benutzen auf jeden Fall. Hier ist ein Creeper, den können wir mal explodieren lassen. Und dann gehen wir jetzt mal rüber zum Pillager Outpost. Da hinten warte ich. Bin also genau auf der falschen Seite, aber kein Problem. Da schwimmen wir mal rüber. Und dann schauen wir mal, was wir da oben looten können. Ich würde einfach mal möglichst viele umlaufen und einfach direkt durchlaufen. Ich möchte gar nicht so viel kämpfen. Ich möchte eigentlich nur eure Truhe klauen. Hier oben ist sogar keiner. Dann baue ich einfach mal hier zu. Und wir schauen in die Truhe. Wir haben hier ein paar Pfeile, noch ein bisschen Dark Oak Log. Mal ein bisschen anderes Holz. Eigentlich nicht. Nee, eigentlich will ich lieber das pinke Holz behalten. Aber das Horn würde ich mir mal gerne mitnehmen. Das tausche ich direkt mal gegen dieses Horn aus. Und was haben wir hier für einen Sound? Ja, kann man mal machen, würde ich sagen. Das nehme ich auf jeden Fall erstmal mit. Dann machen wir uns jetzt am besten aber auch direkt mal wieder auf in Richtung Stronghold und laufen einfach hier weg. Ich brauche mich gar nicht weiter mit denen auseinanderzusetzen. Es wird aber auch nochmal Zeit für ein neues Ende. Es liegt deutlich weiter nach rechts. Droppt aber auch. Perfekt. So weit kann es also nicht mehr sein. Ich werfe direkt mal noch eins. Und hier fliegt es gerade einfach nach unten. Mega nice. Ich schaue mal, wo es hochkommt. Hier kommt es hoch. Dann kramen wir uns genau hier auch einfach mal runter und hoffen, auf den Stronghold zu stoßen. Und hier sieht es so aus, als hätten wir irgendwas gefunden. Es sieht jetzt nicht direkt nach Stronghold aus eigentlich. Aber ich gehe mal davon aus, dass das zur heutigen Challenge gut passt. Dann bauen wir uns hier mal rein und ja, das sieht aus, als wäre es ein Stronghold. Wir sind direkt mal drin. Und wie komisch sieht das bitte aus? Oh mein Gott, ich feiere diesen Stronghold jetzt schon. Das sieht auch ein bisschen anstrengend für die Augen aus, aber wie nice einfach mal. Wirklich mal was ganz Neues optisch so als Stronghold. Finde ich mega lustig gerade. Das sieht irgendwie gar nicht so gefährlich aus, wie der Stronghold eigentlich aussehen sollte. Ist ja eigentlich so ein Verlies und hier ist einfach alles pink und sieht irgendwie so aus, als würde man gerne die Wand essen. So als Zuckerwatte oder so. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so denkt. Dann würde ich gerne mal ein paar Truhen und natürlich auch gerne den Portalraum finden. Wie sieht das denn hier aus? Einfach eine pinke Bibliothek gefunden. Mit einem relativ guten Buch drin, würde ich mal behaupten. Aber das brauchen wir heute nicht. Hier haben wir eine Truhe und hier haben wir eine Brustplatte. Amethyst-Samurai-Chestplate. Moment, ist die vielleicht ein gutes Stück besser? Die klingt relativ heftig, ehrlich gesagt. Hiermit habe ich 6 und mit der habe ich einfach 8 und viel mehr Toughness auch. Oh mein Gott. Gott, ich ziehe direkt mal die Amethyst-Chestplate an. Die sieht ein bisschen krass aus auch irgendwie. Dazu passt die Hose irgendwie noch weniger. Ich hoffe, wir finden noch irgendwo eine Hose, bitte. Wie nice ist das denn? Hier können wir richtig gute Rüstung nochmal finden im Stronghold. Und hier sind Schuhe, Diamant-Samurai-Schuhe. Mega nice. Direkt mal austauschen. Und auch jetzt passt absolut diese Hose nicht. Ich will einfach nur eine schöne Hose haben. Hier haben wir eine Hose. Oh mein Gott, ich wollte schon sagen, das sieht komisch aus. Und es ist eine Netherite-Hose direkt. Na, sehr gerne, würde ich mal sagen. Die ziehe ich direkt mal an und damit sind wir zum ersten Mal heute in einer vollständigen Samurai-Rüstung. Auch wenn die viel zu bunt und durcheinander gewürfelt aussieht. Aber wir sind jetzt vollständig ausgerüstet trotzdem. Und hier haben wir nichts drin ausnahmsweise. Und hier ist der Portalraum direkt um die Ecke. Direkt mal den Spawner abbauen. Sehr nice. Der sieht auch so komisch aus einfach mal. Wir haben 2 Enderaugen drin. Und wie komisch sieht das einfach aus. Das muss man sich eigentlich doch mal in Ruhe anschauen kurz. Alles einfach pink mit einem grünen Portal in der Mitte. Dann mache ich mir noch 4 Enderaugen. Und wir aktivieren das Portal. Nice! Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Kirschblütenend heute aussehen wird. Erstmal stelle ich hier aber meine Öfen auf und wir braten mal ordentlich Fleisch durch. Lava haben wir hier auch. Dann mache ich sogar direkt mal noch mehr Öfen. Und dann warten wir mal ein bisschen auf das Essen. In der Wartezeit sollte ich mich jetzt mal darum kümmern, einen Bogen zu craften. Wir haben zwar die Shuriken, aber eben nur 3 Stück. Das heißt, die werden auf gar keinen Fall ausreichen für den Endfight. Mit den 17 Pfeilen sollte es dann aber auf jeden Fall passen. Dann ziehe ich noch den Jade-Samurai-Helm an. Der ist nämlich noch ein bisschen stärker als der Eisenhelm. Und dann sind wir jetzt absolut komplett bunt auf einmal. Sieht schon ein bisschen komisch aus eigentlich. Das Essen ist jetzt langsam auch bald durch. Weil wir so viel Eisen haben, mache ich mir einfach jetzt noch eine Eisenaxt. Keine Ahnung, ob wir die überhaupt noch brauchen, aber schadet halt nicht. Und sicherheitshalber auch nochmal einen neuen Backup-Schild. Dann ist das Essen durch und da gehen wir rein in den Endfight. Hallo End, wir sind
da. Ich muss mich erstmal rausbauen, wie es aussieht. Und bisher sieht alles normal aus. Ich höre den Enderdrachen und wir haben hier Endstone. Und da haben wir Erde und Kirschblüten. Alles ist also wieder nicht normal. So muss das sein. Hier wachsen überall Blumen. Wir sind einfach in einem Wald voll Enderman. Wie cool sieht das mit dem dunklen Himmel gerade auch einfach mal aus. Okay, ich feiere das End. Aber das kann ein bisschen schwierig werden, wenn es hier so eng ist. Okay, nee, in der Mitte sind keine Bäume. Wir haben hier eine Lichtung. Und selbst die Türme sind aus Kirschholz mit Zäunen obendrauf. Wie komisch sieht das denn aus? Und das Problem jetzt mit den Shuriken ist, dass ich auch das Wurfverhalten noch nicht kenne. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mindestens einen erstmal komplett irgendwo hinhauen. Wir probieren es direkt mal. Ich gehe mal mit einem Shuriken auf diesen Turm. Ich werfe einfach mal so. Und das war viel zu hoch. Jetzt haben wir noch zwei. Perfekt, dann so. Okay, der hat wenigstens getroffen. Die Frage ist jetzt, ob ich den vielleicht wieder aufsammeln kann. Das wäre natürlich ziemlich praktisch dann. Und hier oben liegt aber leider nichts. Und ich nehme mal an, der ist dann wirklich einfach weg. Schade. Aber auch von hier oben kann man nochmal gucken, wie cool dieses End aussieht. Da hinten fängt der Wald an und in der Mitte haben wir eine Lichtung. Der Enderdrache kommt gerade in die Mitte, bringt mir aber noch gar nichts. Ich muss erstmal weiter auf die End Crystals gehen. Dazu probiere ich jetzt erstmal, ob sich das mit den Zäunen genauso wie mit den Eisengittern verhält. Okay, das klappt gut. Und dann machen wir jetzt genauso weiter mit den End Crystals. Dann haben wir alle und können jetzt mal auf dieser wunderschönen Blumenwiese den Enderdrachen zerstören. Und ich möchte jetzt aber nochmal kurz hier in den Wald schauen, weil der so schön rosa leuchtet im End. Und wenn du bis hierhin geschaut hast, dann schreib doch jetzt einfach mal deine Lieblingsfarbe in die Kommentare. Meine ist leider nicht rosa, sondern gelb, aber vielleicht ist ja von einem von euch die Lieblingsfarbe rosa. Dann haben wir heute sehr viel deine Lieblingsfarbe gesehen. Und mit diesen Worten kommt der Enderdrache in die Mitte. Ich werde ihm direkt mal ein Shuriken überwerfen und habe getroffen. Sehr gut, das wäre jetzt traurig, wenn nicht. Dann gehen wir rein in die Mitte und mit dem Katana rauf den Kopf. Und er ist lange unten geblieben. Sehr gut. Oh, hier kann ich keinen MLG machen. Stimmt. Das habe ich wieder fast vergessen. Oder nee, ich habe es sogar vergessen. Gut, dass ich gerade mit zwei Herzen überlebt habe. Das ist echt gefährlich hier mit dem Wald. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Einfach dadurch, dass wir hier so eine Decke aus Leaves haben, können wir einfach keine MLGs machen, wenn wir nach außen geschleudert werden. Das ist ja richtig gefährlich auf einmal. Und hier fliegt der Enderdrache durch den Wald. Das sieht auch sehr cool aus. Dann schieße ich mal noch ein bisschen auf ihn. Und dann sind die Pfeile auch jetzt, glaube ich, leer. Ja. Und er kommt direkt mal wieder in die Mitte. Wir gehen wieder rein da. Und dann bleibt schön unten, bitte. Und das war's wieder. Bitte nicht auf die Kirschblüten fallen. Und weiter geht's. Und der ist fast down. Bitte bleibt noch ein bisschen unten. Nein, er will nicht. Er will noch ein bisschen leben. Verstehe ich aber auch irgendwie. Jetzt kommt er wieder runter. Das muss jetzt aber auch sein Ende sein. Schön wieder auf den Kopf. Und damit ist der Enderdrache down. Nice. Der Enderdrache implodiert und wir haben es geschafft. Oh mein Gott, war das ein pinker Endfight. Ich sammle mir erstmal meine Level ein. Dann möchte ich nochmal ein letztes Mal durch den schönen Kirschblütenwald laufen mit schwarzem Himmel darüber. Sieht schon irgendwie ein bisschen magisch auch aus. Vor allem mit dieser bunten Rüstung, die wir anhaben auch noch. Dann hätte ich gerne noch das Drachenei. Meins. Nice. Und dann haben wir es geschafft und haben als Samurai den Enderdrachen besiegt und Minecraft durchgespielt. Nice.